Wir, die Gewerkschaftsjugend, positionieren uns mit unserem Plan B zur Bundestagswahl 2017. Denn wir sind der Meinung, es muss sich endlich etwas ändern. Wir fordern, Ausbildung besser machen, Bildung gerecht gestalten und Umverteilung wagen. Unser Motto der DGB-Jugend zur Bundestagswahl ist ja auch Still Loving Solidarity. Mein Herzensthema zur Bundestagswahl ist, unsere vielfältige und bunte Gesellschaft und den Nationalisten dort keine Chance zu bieten. Und wir fordern die Parteien, die Mauern nicht weiter aufzubauen, sondern niederzureißen. Und im Zweifel, wenn ihr es nicht macht, machen wir es als Gewerkschaftsjugend. Wir brauchen eine wirklich fette Überarbeitung des Berufsbildungsgesetzes. Es gibt so viele Branchen, wo die Ausbildungsqualität katastrophal ist. Die Ausbildung muss Ausbildung sein. Ein Berufsschultag ist Berufsschultag. Und man sollte auch nicht nach der Berufsschule auch noch zur Arbeit gerufen werden und mehrere Stunden arbeiten müssen. Von daher brauchen wir eine Ausbildungsgarantie, dass wir alle ausbildungsinteressierten Menschen hier eine gute und vernünftige Ausbildung geben. Schließlich ist es der Grundstein für ein langes Erwerbsleben. Da ist letztlich auch der Gesetzgeber gefordert und für unsere jungen Leute in den Betrieben sich einzusetzen, weil das vermissen wir schon. Also Wohnraum und Bildung ist natürlich ganz wichtig und da fordern wir die Politik auf, aktiv zu werden. Ich möchte hier nochmal ganz klar Position beziehen, dass wir zum einen ein elternunabhängiges BAföG fordern, ja, aber auch vor allem ein BAföG, das zum Leben reicht. Und ich rede hier nicht vom Überleben, sondern vor allem die Möglichkeit, auch an dem gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Und von daher fordern wir ganz klar hoch mit dem BAföG. Ich setze auf flexible Arbeitszeit, damit ich meine Freizeit mit der Arbeit kombinieren oder vereinbaren kann. Also für mich persönlich sind die flexiblen Arbeitszeiten ein wichtiges Thema. Da ich später meine Familie gründen möchte, ist es natürlich wichtig, dass mein Arbeitgeber auf meine Interessen mit eingeht. Wir sind für soziale Gerechtigkeit. Wenn man die eine Steuer senkt, wird dann eine andere Steuer erhöht. Und wie gerecht ist es dann einfach auch für die sozial Schwächeren? Eine wichtige Forderung ist auf jeden Fall, dass wir mehr Umverteilung fordern. Da gibt es verschiedene Mittel, wie eine stärkere Besteuerung von Kapitaleinkünften. Wir fordern ganz klar, dass der öffentliche Dienst gestärkt werden muss. Wenn wir einen handlungsfähigen Staat brauchen, dann muss investiert werden. Wir sind mit 500.000 Mitglieder größter politischer Jugendverband in Deutschland. Wähler kommen ja auch nicht von ungefähr. Das sind ja letztendlich wir. Selbst wenn ich nicht wählen gehe, wird meine Stimme ja trotzdem gezählt. Ich wünsche mir für die Bundestagswahl, dass wirklich viele Leute zur Wahl gehen.